guten Tag. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Tag des offenen Denkmals. Ich bedanke mich und freue mich, dass Sie sich für unsere Position entschieden haben an diesem sonnigen Sonntagmorgen. Das ist hier der Friedhofspark Pappelallee, der ehemalige Friedhof der Freireligiösen Gemeinde Berlin. Ich bin die Vorsitzende der Freireligiösen Gemeinde. Mein Name ist Reuter, das ist Kirsten Reuter, die Geschäftsführerin, und ich übergebe an Kirsten das Wort. Gut, dann bleibt mir nur noch Ihnen im Moment Max Biondum vorzustellen, ein Berliner Sänger und Liedermacher. Wir beginnen gleich mit einem einleitenden Lied, die Gedanken sind frei. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Leim. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückt. Alles in der Stille und wie es sich schicke. Mein Wunsch, mein Begehren kann niemand verwehren. Es bleibet dabei, die Gedanken sind frei. Ich liebe den Wein, mein Mädchen vor allem. Sie tut mir allein am besten gefallen. Ich bin nicht alleine bei meinem Glas Weine, mein Mädchen dabei. Die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in finstere Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei. Die Gedanken sind frei. Drum will ich auch immer den Sorgen entsagen. Und will mich auch nimmer mit Grillen herplagen. Man kann ja im Herzen stets lachen und scherzen und denken dabei, die Gedanken sind frei. So wirke Mensch, streue Liebe und Achtung um dich her. Du lebst, deckt auch der Rasen dich lange kalt und schwer. Zur Brigittenau, erobert Blumen von Wien ein Held. Erkennt ihn noch, den Wind ich kräze, vor die Gewehre hingestellt. Wer
weiß noch um die Märzenzeit, die tief erschüttert hat das Land. Wer um den Drang zur Einigkeit, die Bismarck erst blutig mit Eisen band. Da ging der Stolz der Oberbogen an des Worts der Mann der Tat. Zu kurz sein Leben für all sein Tun, erschossen Blum, der Demokrat. Erschossen war Blum trotz Parlament, indem er sprach für die Nation. Obwohl in Deutschland jeder ihn kennt, erschossen der Bürger mit freier Religion. Er ging stolz zur Brigitten auf, 9. November im 48er Jahr. Da flog die Nachricht durch das Land, dass Robert Blum erschossen war. Sie verfrieren muss, die Täte gräme sich bis in den Tod. Mir müsse Bettle gehen, mir müsse Bettle gehen, wir sind uns zwei. Kein Hemdle an und du kein Flicken. Ja, kein Hemdle an und du kein Strümpf. Ich nimm den Bettelsack und du der Flicken. Ich nimm den Bettelsack und du der Korn. Herr Haus und du vor's Haus und du vor's Tor. Ich kriege Äpfel und du ich kriege Äpfel und du Ich sag vergelt's euch Gott und du sagst Danke. Hier nur der Stüberle, da gerade an. Hier nur der Stüberle sind alle krank. Gut, dann wechseln wir. Hören jetzt bei einer Pfeiftabak. Der Text des Liedes ist von Hoffmann von Fallersleben. Oh. Also, das ist also die gegenkonspirative Strecke, die wir jetzt hören. Bei einer Pfeiftabak. Pfeiftabak, bei einer guten Pfeiftabak und eine Blase Bier politisieren wir. Wenn Sie hören,
hören. Julia, Julia, ganz glücklich ist für wahr der Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Da wird gar viel erzählt, da wird gar viel erzählt, gar viel und mancherlei erzählt, gestritten und gelacht und mancher Witz gemacht. Julia, Julia, gar glücklich ist, wer war der Star, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Da stoßen wir auch an, da stoßen wir auch an, auch auf die deutsche Freiheit an und unsere Polizei sitzt fröhlich mit dabei. Julia, Julia, gar glücklich ist, wer war der Star, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Wenn die Stunde schlägt und wenn die letzte Stunde schlägt, löscht man die Lichter aus und wir gehen brav nach Haus. Julia, Julia, gar glücklich ist fürwahr der Staat, der solche Bürger hat, der solche Bürger hat. Weiter. Bürgerlied, da geht es halt um bürgerliches Engagement, egal sozusagen welcher Stand ein Bürger hat. Es ist 1844 auch von Bürgern geschrieben worden. Also vermutlich nicht nur von einem, von einer Person. Im Elbinger Bürgerverein entstand. Tragen Helme oder Hüte, tragen Stiefel, tragen oder Schuhe. Oder ob wir Röcken nähen und zu Schuhen Kleider drehen, dass du das tut, nichts dazu. Und wir können präsidieren oder müssen Nacken schmieren, ohne Rast und ohne Ruhe. Ob wir Jus Kollega lesen oder aber Binden besen, dass du das tut, nichts dazu. Ob wir stolz zu Rosse reiten oder ob zu Fuß wir schreiten, für was uns am Ziele zu. Ob uns Kreuze vorne schmücken oder Kreuze hinten drücken, dass du das tut, nichts dazu. Aber ob Neues bauen oder Altes nur verdauen, wie das Gras verdaut die Kuh. Ob wir in der Welt was schaffen oder nur die Welt begaffen, dass du das tut, was dazu. Ob im Herzen etwas Krütze und im Kopf Licht und Hitze, dass es brennt in einem Nu. Oder ob wir hinter Mauern stets im Dunkeln schläfrig kauern, dass du das tut, was dazu. Brüder, alle eines Bundesglieder, was auch jeder von uns tut. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Alle, die dies Lied gesungen, so die Alten wie die Jungen, tun wir was dazu. Trotz alledem und alledem, trotz Wien, Berlin und alledem, ein schnöder, scharfer Unterwind durchfröstelt uns trotz alledem. Trotz alledem und alledem, trotz Parlament und alledem, wir werden unsere Büchsen, Soldaten mild, trotz alledem. Einst kriegt Herr das Bürschlein dort, man sieht's am Stolz und alledem. Und lenkt auch Hunderte sein Wort, es bleibt ein Tropf trotz alledem.
trotz alledem und alledem, trotz Band und Stern und alledem, ein Mann von unabhängigem Sinn schaut zu und lacht trotz allem. Welcher Reichstag sind Plamiat, professorhaft trotz allem. Wenn der Teufel reagiert mit Ruf und Hauch und trotz alledem und alledem, es kommt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die gute Hand dem Menschen reicht, trotz alledem. Trotz alledem und alledem, bleibt dazu, trotz alledem, dass rings der Mensch die gute Hand dem Menschen reicht, trotz alledem. Ausgelitten, ausgerungen, hast du endlich deutsches Herz. Gilt das dir einmal verblüht, diese deutsche Freiheitsherz, und dass wir geworden es zum Dezember passt, unsere freiheitstrunkenen Hühner waren uns von je verhasst. Gut, dass wir jetzt ohne Zittern nehmen jedes Blatt zur Hand.